Seit Jahrtausenden haben Menschen nach Sinn und Bedeutung des Lebens gefragt. Seit den Anfängen unserer Geschichte und vielleicht noch sehr viel länger gab es Menschen, die sich entschlossen, das Mysterium des Lebens, Mysterium ihres eigenen Herzgeistes zu erforschen. Und wenn ich von Retreat spreche hier, geht es also nicht um Rückzug zur Erholung vom Stress der Welt, nicht um Wellness und darum, sich was Gutes zu tun. Es geht nicht einmal darum, sich therapeutisch auseinanderzusetzen mit sich selbst. Obschon dies alles als hilfreiche Nebenwirkung eintreten kann und auch sollte, geht es hier um sehr viel Grundlegenderes. Retreat heißt Rückzug, sich zurückziehen aus der Oberflächlichkeit der Welt der Sinne, um zum Kern des Seins vorzudringen. Klausur heißt nach Lexikon Abgeschlossenheit, Einsamkeit, ein abgeschlossener Bereich. Tsognyi Rinpoche spricht von drei Bereichen der Klausur oder des Retreats. Und das tibetische Wort für Retreat übrigens ist Tsam, heißt Abgrenzung. Der äußere Bereich ist ein Rückzugsort, wo die richtigen Bedingungen vorhanden sind. Die Ruhe, die da ist, Schutz vor Ablenkung, Essen, Medizin, all das sollte erreichbar sein, damit Retreat äußerlich stattfinden kann. Der innere Bereich ist das Verhalten derjenigen, die im Retreat sind. Sich an die 10 Tugenden, die Silas zu halten, oder die 5 Verhaltensrichtlinien zu halten, ist der innere Bereich. Und der geheime Bereich ist das eigentliche Erkennen des Wesens aller Dinge, die befreienden Ergebnisse der Praxis selbst, der sogenannte geheime Bereich des Retreats. Seit Urzeiten scheinen Menschen sich zurückgezogen zu haben. Eine Legende der Hindus sagt über Valmiki, den Schöpfer des Ramayanas: Als junger Mann durchsuchte Valmiki die Welt nach echter, offener Freundschaft, nach Glück und nach Hoffnung, nach bleibender Erfüllung. Als er nichts von alledem fand, zog er alleine in den tiefen Wald, wo kein Mensch lebte, an die Stelle, wo der Tamassa-Fluss in die Ganga mündet. Dort saß er während Jahren, ohne sich zu rühren, so still, dass weiße Ameisen einen Hügel über ihn bauten. Dort saß Valmiki im Ameisenhügel während Tausenden von Jahren, ohne sich zu rühren, blickte einzig mit seinen Augen hinaus und versuchte, die Wahrheit zu finden, seine Hände gefaltet, sein Geist versunken in Kontemplation. Worum es hier geht, ist natürlich nicht wirklich eine Frage der Zeitspanne, ist auch nicht eine Frage der weißen Ameisen, sondern es geht um eine innere Haltung. Es geht um das bedingungslose Hinterfragen, Erforschen und Erkennen der Wahrheit, der Wirklichkeit. Der Buddha verbrachte 6 Jahre seines Lebens in Retreat, nachdem er seinen komfortablen Palast verlassen hatte. Er übte sich in Askese, er übte sich in Sammlung, in Versenkung. Er lebte die tiefsten Tiefen, er lotete die tiefsten Tiefen seines Wesens aus. Und als er unter dem Baum in Bodh Gaya sitzend befreiende Erleuchtung erlangte, hat er nicht nur seine eigene Erfüllung und seine eigene Vollendung verwirklicht, sondern er hatte ein Wissen und ein Verständnis des Lebens erlangt, das der Menschheit bis zum heutigen Tag, bis zu uns, zugute kam und zugute kommt. Es gibt auch die Aspekte der Verbundenheit mit der Natur, die Aspekte der Schönheit, die im Retreat zum Vorschein und zum Tragen kommen können. Einer von Buddhas bedeutendsten Schülern und Nachfolgern, Mahakasapa. Er war ein großer Yogi und Meditierer, welcher Retreat oder Rückzug in Felsen und Wäldern in der Wildnis besonders schätzte und dies auch in Gedichten oder Gesängen kundgetan hatte, in den Theragatha, wenn es jemand interessiert.
Und hier einige Gattas oder Verse von Mahakasapa, die ich lesen möchte. Über Mahakasapa heißt es, viele ermüden, wenn sie Felsen erklimmen. Doch Kasapa, ein Erbe des Buddha, achtsam beherrscht und gestärkt durch die Kräfte des Geistes, besteigt des Felsens Gipfel. Zurück vom Almosengang des Tages besteigt er den Felsen wieder und sitzt, in Meditation versunken, frei von Anhaften, sein Werk getan, von Fesseln frei. Und Kasapa selbst bekennt seine Liebe für das asketische Leben in der wilden, freien Natur. Diese Landschaft entzückt mein Herz, wenn die Kareri-Pflanze ihre Blütenkränze ausbreitet, wenn der Trompetenruf der Elefanten erschallt. Diese felsigen Höhen erfreuen mein Herz. Die Felsen mit der Tönung dunkelblauer Wolken, wo Bäche fließen, kristallklar und kühl, leuchtend von Glühwürmchen bedeckt, diese felsigen Höhen erfreuen mein Herz. Wie turmhohe Gipfel aus dunkelblauen Wolken, wie prächtige Paläste sind diese Felsen, die Luft erfüllt vom süßen Gesang der Vögel, diese felsigen Höhen erfreuen mein Herz. Hier hat's genug für mich den Unbeirrten, der in Einsamkeit zu meditieren wünscht. Hier hat's genug für mich, den entschlossenen Mönch, der in höchster Verwirklichung ruhen will. Keine Mengen von Leuten gibt's hier in den Felsen. Besucht von Herden und Rehen sind sie, von Vogelschwärmen aller Art. Diese felsigen Höhen erfreuen mein Herz. Weite Schluchten gibt's, wo klares Wasser fließt, durchstreift von Affen und Hirschen, bedeckt mit Teppichen aus feuchtem Moos. Diese felsigen Höhen erfreuen mein Herz. Keine Musik mit vielerlei Instrumenten kann mich so sehr erfreuen, wie wenn mit festgesammeltem Geist die Erkenntnis des Dhamma erwacht. Auch im Christentum war und ist Retreat-Klausur weit verbreitet. Jesus selbst zog sich 40 Tage in die Wüste zurück und widmete sich der Kontemplation. Bald entstanden auch die ersten christlichen klosterähnlichen Einrichtungen, wo sich Menschen zusammen zurückziehen konnten, um ein spirituelles und kontemplatives Leben führen zu können. Sehr eindrücklich finde ich die Berichte über das Leben und die Lehren der Wüstenväter. Das waren Menschen im Ägypten und Palästina und Syrien und Persien des 4. Jahrhunderts, die sich einzeln oder in kleinen Gruppen in die Wüste zurückzogen. Sie suchten nach Befreiung, sie suchten nach Erlösung. Und für sie war es klar, dass diese Erlösung nicht in den Städten, nicht in der auf persönlichen Gewinn ausgerichteten Gesellschaft zu finden sei. Und dies zu einer Zeit, in der ihre Welt gerade christlich geworden war. Sie waren überzeugt, dass ein christlicher Staat oder eine christliche Politik in sich absurd sei und in sich eigentlich daneben. Und ich finde das eine interessante Ansicht für jene von uns, die hoffen, dass unsere Gesellschaft eines Tages buddhistisch werden wird. Die Wüstenväter waren aber keine Rebellen. Vielmehr scheinen sie dazu entschlossen gewesen zu sein, das volle spirituelle Potenzial des Menschseins auszuschöpfen. Sie wagten sich in die innere Wirklichkeit eines mysteriösen, eines transzendenten Selbst und gingen auf in Christus, gingen auf in Gott, gingen auf in der Stille. Ihr Ziel war Friede, innere Ruhe und tiefste Zufriedenheit. Und das fanden sie im Retreat. Es heißt, ein Bruder ging zu Abt Moses ins Sete, das ist im Nordwesten von Ägypten. Und er bat ihn um ein gutes Wort. Und der Ältere sagte zu ihm, gehe und sitze in deiner Klause, und die Klause wird dich alles lehren. Sich selbst begegnen, sich selbst konfrontieren, sich mit seinem Innern auseinandersetzen und letztlich sein Innerstes zutiefst verstehen und transzendieren. Die Wüstenväter übten sich auch in Schweigen über Abt
Agatho wurde gesagt, dass er während 3 Jahren einen Stein im Mund trug, bis er gelernt hatte zu schweigen. Werde ich im nächsten Retreat dann draußen ein paar Steine. Die inneren Qualitäten, die sie übten, waren Einfachheit, Genügsamkeit, Bescheidenheit und Selbstlosigkeit. Einer der Älteren wurde gefragt, was Bescheidenheit und Selbstlosigkeit sei, und er sagte, einem Bruder, der dich verletzt hat, zu vergeben, bevor er dich um Verzeihung bittet. Anstatt zu klagen, übten sie Dankbarkeit. Sie lernten, nicht über andere zu urteilen, sondern Gott in den anderen zu sehen. Sie praktizierten Liebe, Mitgefühl, Hingabe, Großzügigkeit und Gastfreundschaft. Ein Bruder kam und verweilte mit einem der Einsiedler. Als er weiterzog, sagte er, vergib mir, Vater, denn ich bin in deine Abgeschiedenheit eingedrungen. Der Einsiedler aber antwortete, das Gelübde meiner Abgeschiedenheit heißt, dich mit Gastfreundschaft zu empfangen und dich im Frieden ziehen zu lassen. Die Wüstenväter beteten, meditierten und lebten in Stille. Dabei waren sie keineswegs asozial. Sie arbeiteten für ihr unmittelbares und sehr einfaches Überleben, oft durch Flechten von Körben und Ähnlichem. Sie lehrten, wenn sie gefragt wurden. Sie belehrten und halfen sich gegenseitig. Und wenn sie weise geworden waren, hatten sie eine außerordentliche Wirkung auf ihre Umwelt. Auch wir brauchen diese Stille. Auch wir brauchen diese Weisheit. Auch wir brauchen mehr Einfachheit, Bescheidenheit und Hingabe. Auch hier und heute. Erfreulich und inspirierend finde ich es, dass es das alles in vielen Kulturen auch heute noch gibt. In japanischen Zen-Klöstern übt man sich in Sesshins. In Thailand sitzen die Waldmönche und Nonnen in ihren Kutis oder unter ihren Moskitonetzen mitten im Dschungel, manche. In Burma gibt es viele Klöster und Yektas, Meditations-Retreat-Zentren, in denen sich Dutzende, oft Hunderte von Menschen zurückziehen, um sich voll und ganz der Meditation zu widmen. Und sie tun es für ein paar Wochen, sie tun es für ein paar Monate oder sie tun es für ein ganzes Leben. In Taiwan und vermehrt auch wieder in China wird in Retreats meditiert und praktiziert. Sehr stark inspiriert haben mich die Berichte vom tibetischen Lama Dzogchen Rinpoche, der im März hier ein Retreat geleitet hat, an dem viele von euch dabei waren. Er darf, er kann seit einiger Zeit zurück nach Tibet, zwar nach Ost-Tibet, wo sich die Klöster der Dzogchen Rinpoches befinden, die Namchen-Klöster und andere. Und das Besondere dort ist, dass es sich vor allem um Nonnenklöster handelt. Und zwar geht es um etwa 3000 Nonnen. Dzogchen Rinpoche der Erste, und dieser ist der Dritte, sein Vorgänger, hatte eine Vision, nach welcher er es den Nonnen ermöglichen wollte, den Dharma ernsthaft und wirklich professionell zu studieren, die Meditation einschließlich der hohen Tantras wirklich zu praktizieren und zu großen Yoginis zu werden. Und letztlich all das auch zu lehren und weiterzugeben. Und das ist ziemlich revolutionär, wenn man über die nicht gerade frauenfördernden Zustände in Asien Bescheid weiß. War außerordentlich berührend und inspirierend, von diesen Frauen zu hören, auch ihre Bilder zu sehen, eine kleine Bildershow bei sich. Rinpoche erzählte uns, dass von den Hunderten von diesen Nonnen, die im Retreat sind, etwa 40 lebenslänglich im Retreat sind. Die sind lebenslanges Retreat eingetreten. Und von den 40 etwa 20 auch lebenslänglich im Schweigen sind. Rinpoche, für den das auch sehr ungewöhnlich ist, vermittelte seine eigene Berührtheit
Und er schilderte die tiefe Bescheidenheit und die strahlende Freude dieser großen Praktizierenden, dieser Yoginis. Gerade auch derjenigen, die im vollständigen Schweigen lebten. Und interessant auch zu hören, zu großen Lehrerinnen, Lamas zu werden, ist für die überhaupt nicht Thema, ist nicht vorgeplant, ist nicht ihr Ehrgeiz. Sie teilen mit ihren Schwestern, was diese wissen und lernen wollen. Sie sind bereit zu helfen und zu teilen, wann immer sie gefragt werden. Eine kleine, für mich auch sehr berührende und inspirierende Geschichte ist, Rinpoche hat erzählt, dass es wird Geld gesammelt im Westen, weil die Lebensbedingungen dort sind doch sehr hart. Also die müssen immer noch sehr weit zu Fuß gehen, um Wasser zu holen. Und die Grundversorgung ist noch, geht, aber ist wirklich noch recht schlecht in dem einen Kloster. Und Rinpoche hat aus dem Westen Geld mitgebracht und den Nonnen das Geld übergeben und die waren sehr glücklich und haben gedankt. Und er hat gesagt, am nächsten Tag ist die Hauptnonne vom Kloster erschienen bei ihm und sie hat sich noch einmal bedankt für all das Geld und dann hat sie gesagt, Rinpoche, eigentlich haben wir alles, was wir brauchen. Wir haben genug zu essen und was wir sonst noch brauchen, um wirklich, wirklich, wirklich praktizieren zu können. Viele unserer Schwestern in den abgelegeneren Tälern und Klöstern haben längst nicht alles, was sie brauchen. Wir möchten sie bitten, das Geld zurückzunehmen und dorthin zu bringen. Erfreulicherweise gibt es Möglichkeiten, auch für kurze und auch für sehr lange Retreats, auch bei uns hier in Europa heute. Es gibt christliche Häuser, die für Laien zugänglich sind, in denen Meditationstraditionen wie das Herzensgebet oder die ignatianischen Exerzitien praktiziert werden. Es gibt das christliche Zen. Mein alter Freund Charles Genoux und ich machten Retreat in einem christlichen Kloster in Frankreich. Es waren Benediktiner und die Praxis der Mönche stand unter dem Motto Bete und Arbeite. Und Beten entspricht für die der Kontemplation, der Meditation. Auch sehr eindrückliche, kontemplative Klostergemeinschaft. Und da gibt es nicht mehr sehr große, aber doch noch viele. Vor etwa 30 Jahren wurde ein tibetischer Lama vom 16. Karmapa in den Westen geschickt. Es war Lama Gendun Rinpoche. Gendun Rinpoche hatte gerade 30 Jahre im Retreat verbracht. Zuerst in seinem Kloster in Tibet, dann in einem Retreatort in Indien. Sein Auftrag, den er von Karmapa erhalten hatte, war in Frankreich ein Retreatzentrum zu gründen. Und es ist ihm mehr als gelungen. Ich war letzten Sommer mit Carol Wilson zu Besuch im Zentrum Dagpo Kundrolin in der Auvergne in Frankreich, dem Zentrum, das Gendun Rinpoche gegründet und bis zu seinem Tod geleitet hatte. Und wir wurden während mehreren Stunden herumgeführt. Und das Nord, wo alles Westliche praktizieren. Gerade 4 Monate vorher waren 100 Männer und Frauen in die Retreats eingetreten. Leute wie wir. Manche für ihr erstes 3,5 Jahre Retreat, andere für ihr zweites 3,5 Jahre Retreat und erstaunlich viele begannen ihr 12 Jahre Retreat. War auch außerordentlich inspirierend und eindrücklich. Und falls jemand findet, die 4 Wochen, die wir hier anbieten, seien lang. Dodje Drölma, die auch hier bei uns jedes Jahr einen Retreat leitet, ist eine direkte Schülerin von Lama Gendun Rinpoche. Und aufs Risiko hin, kunterbunt zu werden, das bin ich, glaube ich, sowieso schon, möchte ich kurz noch eine ganz andere Art von Retreat erwähnen. Retreat, den ich als einen der eindrücklichsten auch sehe, von allen denen, von denen ich je gehört habe. Es ist Julia Butterfly Hills Retreat auf einem 1000-jährigen Redwood Tree in Humboldt County in Kalifornien. Julia hatte den Baum bestiegen, um gegen den radikalen Kahlschlag alter Redwood-Wälder durch die Pacific Lumber Maxim Corporation zu protestieren.
Und sie hatte damit gerechnet, 2 oder 3 Wochen da oben auf diesem Baum zu sitzen. Das sind hohe Bäume. Und schon das ein außerordentliches Vorhaben und Unterfangen. Es wurden weit über 2 Jahre daraus. Sie lebte, heißt es, auf einer Höhe von 60 Metern. Auf diesem 100-jährigen Baum überstand El Niño-Stürme, schwere Belästigung durch Helikopter der Lumber Corporation und eine 10-tägige Belagerung durch die Sicherheitstruppe von Maxim Corporation. Und sie überstand all die inneren Attacken, die Zweifel, die Entbehrungen, die ganz realen Ängste. Um sie herum wurden fast sämtliche Bäume umgelegt. Und die inneren Ängste, die Bedürfnisse, die Hoffnungen. Eine der bewundernswertesten und inspirierendsten Beispiele von friedlichem Aktivismus für Natur und Umwelt. Für mich selbst in meinem Leben ist Retreat auch immer sehr wichtig gewesen. Nicht, dass ich einer von denen wäre, die sich besonders freuen, wenn ein Retreat bevorsteht. Es gibt viele von denen. Ich möchte immer, ich wäre auch einer. Die sagen, ah, jetzt kann ich endlich wieder ins Retreat. Ich denke immer, es ist Zeit, ich muss wieder ins Retreat. Für mich war immer klar, dass diese Art Auseinandersetzung mit sich selbst, mit dem eigenen Herz und Geist, wesentlicher Teil eines sinnvollen und erfüllten Lebens ist. Vielleicht sogar sein muss, vielleicht auch nicht. Ich habe an zahllosen Retreats teilgenommen, wie Vipassana-Retreats mit S.N. Goenka und Anagarika Munindra in Indien, Retreats in der tibetischen Tradition, Lamrim, Lojong, Tantra Shridam-Praxis, Dzogchen. Ich habe längere Retreats gemacht in den westlichen Vipassana-Zentren, einige Wochen bis zu 3 Jahren Retreat an Orten wie Gaia House in Devon, wo Daniel Gurbules jetzt für 6 Monate im Retreat ist, die uns neben anderen in den letzten 5 Jahren bekocht hat. Orten wie Insight Meditation Society in Massachusetts oder Forest Refuge in Massachusetts. Aber auch Solitary Retreats oder Einsiedlerklausuren zu Deutsch wahrscheinlich fand ich äußerst hilfreich und natürlich auch herausfordernd. Und da gibt's wunderbare Orte, auch im Westen, wenn auch nicht gleich nebenan. Und ich erwähne das einfach auch, die eine oder andere Person wird vielleicht dadurch inspiriert, ist es auch schon geworden, auch früher schon darüber gesprochen habe. Dechen Ling ist ein Ort in den Catskill Mountains in New York State, den meine frühere Freundin und ihr Mann führen. Das ist ein großes Stück Land, und großes Stück Land ist in Amerika ein großes Stück Land. Mit 4 Cottages, in denen man ganz allein im Retreat sein kann. In einem der Cottages kann man zu zweit im Retreat sein. Ich habe dort sicher im Ganzen 6 Monate verbracht im Retreat. Ursula war dort im Retreat für etwa 2 Monate, glaube ich. Renate Seifer, die hier lehrt, hat, glaube ich, 6 Monate verbracht dort. Es ist ein wunderbarer Ort, was auch viele Tiere hat. Woodchucks, Raccoons und Turkeys, Rehe, Füchse, Biber, Bisams. Ganz besonderer Retreatort, finde ich auch, ist Öseling am Südhang der Sierra Nevada in den Alpujarras in Spanien. Es ist ein Zentrum der FPMT von Lama Yeshe und Lama Zopa. Man kriegt dort eine Höhle oder ein Häuschen oder eine Domstruktur, je nachdem, wer gerade wo ist und wann man dort ankommt. Ich habe dort 2x2 Monate verbracht, und das waren 2 meiner sehr wichtigsten, glaube ich, wichtigsten Retreats auch. Zum Teil auch schwierigsten Retreats. Katrin Felder war dort im Retreat. Claudia Achermann war dort im Retreat. Silvia Wetzel gibt übrigens dort einmal im Jahr einen Kurs. Schon früh in meiner Dharma-Karriere hatte ich den Wunsch, Retreat-Möglichkeiten auch den Menschen hier in der Schweiz zugänglich zu machen. Und das erste Projekt waren 2 10-Tage Vipassana-Retreats back-to-back nacheinander, die Marcel Geiser und ich im Appenzell organisiert hatten. 1974. Schon eine Weile. 34 Jahre. Die ersten 2 Vipassana-Retreats in der Schweiz überhaupt, mit 75 Teilnehmern in den ersten 10 Tagen und 55 Teilnehmern in den zweiten 10 Tagen. Und die Leute kamen aus ganz Europa, weil es
das sonst noch nirgendwo gab. Und 1978 wurde dann die Dhamma-Gruppe, früher war es die Dhamma-Gruppe Bern zuerst, dann die Dhamma-Gruppe Schweiz gegründet. Und in 22 Jahren wurden 135 Retreats durchgeführt in zahllosen verschiedenen gemieteten Ferienheimen. Und schon während dieser Zeit kamen viele bekannte Meister, Meisterinnen zu uns. Mahasi Sayadaw aus Burma, Chanmie Sayadaw Janaka, der im letzten Jahr da war und im nächsten wiederkommt, war auch schon 78 oder so hier. Joseph Goldstein, Sharon Salzberg, Jack Kornfield, Ayakema, auch Ajahn Sumedho leitete Retreats hier gleich im nächsten Dorf da drüben. Seine Mönche wurden so lange für Retreats eingeladen, bis nach etwa 10 Jahren genügend Leute und genügend Unterstützung da waren, dass von ihrer Seite ein Kloster gegründet wurde, zuerst in Bremgarten, dann Konolfingen und dann Kantersteg. Und Ende 2000 wurde dann dieses Zentrum gegründet, also aufgebaut auf dieser über 20-jährigen Arbeit. Und darüber wird Katrin Felder mehr sagen heute. Und was das alles bringt. Wenn wir wirklich praktizieren und uns nicht nur ausruhen, dann können wir tiefe und befreiende Erkenntnisse erlangen. Wir werden zumindest freier und unabhängiger von den Kilesa, von Verlangen, Anhaften, Aversion, Ärger, Hass und all dem Rest. Wir können Verbundenheit erfahren, dem Leben, können Liebe und Mitgefühl kultivieren und werden hoffentlich offener und großzügiger. Und das Epizentrum unseres Lebens verschiebt sich langsam von sich selbst zum Leben als Ganzes. Von leidvoller Enge zu offener, verbundener Weite. Wir haben hier einen idealen Ort für Dharma-Praxis, für Retreat. Die Grundlagen der Organisation sind optimal und gesund. Das Haus wird bestens geführt und viele kommen zu den Kursen. Und so möchte ich uns allen als letzten Punkt in Erinnerung rufen, wofür das alles gut sein soll. In den Worten des unvergleichlichen tibetischen Lamas Thupten Jeshe. Diese Organisation soll für alle Wesen da sein. Das oberste Ziel ist, dabei behilflich zu sein, dass sich im menschlichen Bewusstsein Dharma, Weisheit und Mitgefühl entwickelt. Dies ist der einzige Grund für die Existenz dieses Zentrums. Diese Organisation soll für alle Wesen da sein. Das oberste Ziel ist, dabei behilflich zu sein, dass sich im menschlichen Bewusstsein Dharma, Weisheit und Mitgefühl entwickelt. Dies ist der einzige Grund für die Existenz dieses Ortes.